Bei vielen unserer Kunden haben wir es immer wieder bemerkt. Sie möchten schnell Neukunden gewinnen für ihre Firma, aber haben kein oder nur ein kleines Werbebudget zur Verfügung. Und vielleicht ist das bei Ihnen auch gleich so. Sie sind KMU, Sie sind Selbstständige, Sie sind Unternehmer. Sie möchten schnell Neukunden gewinnen, aber haben nicht das Budget, um wirklich groß in die bezahlte Werbung zu investieren. Und Sie sind auf der Suche, wie können Sie dann doch Neukunden gewinnen. Und wenn das auf Sie zutrifft, dann ist unsere Empfehlung, pflegen Sie die Kaltakquise. Weil Kaltakquise ist wirklich eine gute Methode, um schnell und ohne Budget oder mit einem sehr kleines Budget Neukunden zu gewinnen. Viele Leute, haben wir bemerkt, sind dann so zögerlich und sagen dann, ja, Kaltakquise, ja, das weiß ich, das sollte ich machen, aber ich möchte das nicht so. Aber vielleicht haben Sie Angst für Absagen. Vielleicht wissen Sie nicht so genau, wie Sie da vorgehen sollen. Vielleicht haben Sie Angst, dass Sie Ihre Zeit verschwenden, weil Sie nicht so zielgerichtet vorgehen können und nicht so Bescheid wissen, wie das zu machen. Und genau dafür haben wir ein Tool entwickelt. Weil wir haben schon einen Kurs in unserer Online Academy, um Ihnen zu erzählen, wie Sie erfolgreich Kaltakquise umsetzen. Wir besprechen da auch verschiedene Fallbeispiele, aber wir haben bemerkt, ja, viele Unternehmen brauchen noch zwar einen extra Schub, um wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und dazu haben wir ein Tool entwickelt, wobei wir auch die Hilfe der künstlichen Intelligenz da hinzugefügt haben, wobei wir Chatbots hinzugefügt haben und Automatisierungen hinzugefügt haben, damit Sie wirklich zielgerichtet arbeiten können, damit Sie wirklich wissen, wie Sie vorgehen sollten. Sie so Unterstützung bekommen von der KI und von unser Wissen anhand dieser Chatbots, damit Sie wissen, wie Schritt für Schritt vorzugehen, aber die KI dann auch Marketingmaterialien für Sie erstellt. Wie sieht das dann konkret aus? Also hier geht es dann wirklich auch, wie Sie die KI, künstliche Intelligenz im Vertrieb nutzen können. Und wie sieht das dann aus? Wir haben dann diesem Tool erstellt, damit die KI Ihnen wirklich helfen kann bei der Erledigung Ihrer Marketingaufgaben. Das heißt, wir haben das Prinzip genommen von ein Canvas oder ein Board. Also ein Schirm, wo Sie eine Übersicht haben mit allen Ihren Aufgaben, die Sie haben, wenn Sie die Kaltakquise, den Vertrieb erfolgreich umsetzen möchten. Und das geht wirklich dann davon, wie sieht Ihre Strategie aus? Also wie sieht Ihre Kaltakquise-Strategie aus? Wie werden Sie die Leute auf Sie aufmerksam machen? Wie können Sie das in einen Sales Funnel machen? Also damit Sie die Leute wirklich Schritt für Schritt für Ihre Produkte und Dienstleistungen begeistern und Sie so dann schlussendlich zu einem Kauf kommen. Also das fängt dann wirklich an mit dieser Kaltakquise-Strategie für Sie zu entwickeln. Und da hilft die KI dann auch, um Ihnen Vorschläge dazu zu machen. Dann schauen Sie sich an, okay, welche Leute möchte ich eigentlich anschreiben? Wo könnte ich Kontaktdaten sammeln? Und bei vielen Leuten funktioniert es dann auch gut, sicherlich, wenn Sie im B2B-Bereich aktiv sind, also wenn Sie an andere Firmen verkaufen, um anzufangen mit einer E-Mail, wobei Sie die Leute eine E-Mail schreiben. In diese E-Mail haben Sie dann einen Link zu einer Landingpage. Dann können die Leute mehr über Ihre Produkte und Dienstleistungen erfahren. Und über diese Landingpage können die Leute dann entweder direkt bei Ihnen kaufen oder zum Beispiel ein Termin bei Ihnen vereinbaren. Hier wird die KI dann wirklich auch eine E-Mail für Sie schreiben. Also hier sehen Sie auf dieser Seite so ein Beispiel. Also hier haben wir nur einen Betreff von dieser E-Mail, sehen Sie hier, aber da steckt wirklich so vieles dahinter. Sie können dann auch so ein Dokument öffnen und dann haben Sie wirklich von der KI geschrieben ein E-Mail-Vorlage zur Verfügung. Und hier haben wir dann wirklich auch unsere Erfahrung, unser Wissen, aber auch das Wissen von den Recherchen, die wir beim Experten gemacht haben, reingesteckt. Was macht eine gute Kaltakquise? E-Mail. Und so wird die KI es dann für Sie und Ihr Thema erstellen. Also das ist wirklich maßgeschneidert. Dann haben wir auch, ja, beim Vertrieb haben wir oft auch Gespräche. Entweder weil Sie selbst anrufen oder weil die Leute einen Termin dann über die Landingpage vereinbart haben und einen Termin mit Ihnen haben. Und auch da haben wir dann Tipps und auch Leitfaden, wie Sie diese Gespräche führen können. Und mehr dazu zeige ich Ihnen noch später in diesem Video.
Selbstverständlich schauen wir uns auch noch die Zahlen an. Wie geht es mit der Kaltakquise? Auf welche Zahlen sollten Sie achten? Wie machen Sie die Auswertungen? Wie können Sie das Ganze einplanen? Wie können Sie so grob berechnen, wie viel Zeit Sie in die Kaltakquise investieren sollen? Also auch das ist wirklich hier im Board enthalten. Und Sie sehen, es hat so hier diese Boxen. Und wenn Sie die durchgehen, dann machen Sie so wirklich Schritt für Schritt alles, was Sie machen sollen, um erfolgreich die Kaltakquise umzusetzen. Für jeden Box können Sie auf einen Chatbot klicken, also auf diesem Chat-Symbol. Dann öffnet sich einen Chat und da werden dann die Chatbots haben unseren Wissen, haben auch die künstliche Intelligenz dahinter. Die werden Ihnen dann das wichtigste Wissen ermitteln und auch dann helfen, die Materialien für Sie zu erstellen. Hier sehen Sie noch das komplette Board, also da sehen Sie wirklich, wir gehen auch noch ein auf die Gesprächstechniken, ein Skript oder ein Leitfaden für Ihre Verkaufsgespräche, wie Sie nachverfolgen sollen. Wir geben Ihnen auch noch einen Motivationsboost, so wirklich alle Elemente, die Sie brauchen, um die Kaltakquise erfolgreich umzusetzen, haben wir da reingesteckt. Ich habe hier auf diese Folie noch ein paar Referenzen von Kunden von uns reingenommen. So jemand sagt zum Beispiel, es ist wirklich ein großartiges Tool zum Trainieren, also um mich vorzubereiten und damit dann auch Sicherheit zu gewinnen, damit ich dann wirklich auch mit Sicherheit meine Verkaufsgespräche mit meinen potenziellen Kunden führen kann. Und jemand sagt auch, ja, ich habe schon viele, viele Erfahrungen, ich konnte schon viele Erfahrungen sammeln, aber das hat sich wirklich noch gelohnt, weil ich bin wirklich beeindruckt von der Systematik, die hinter diesem Board steckt. Jemand anders hat gesagt, ja, es ist wirklich einen gigantischen Mehrwert, es ist wirklich überwältigend. Und auch, vielleicht mache ich jetzt nicht die Kaltakquise, aber ich habe schon so viel gelernt von diesen Tipps, die professionellen Tipps zu den Gesprächstechniken, die da rein enthalten sind, die kann ich auch noch privat wirklich, wirklich nutzen. Und wieder jemand hat gesagt, ja, das Board, eine unserer Kunden hat gesagt, das Board ist wirklich auch super für die Vorbereitung meiner Verkaufsgespräche, für die Kontaktermittlung. Aber ich freue mich auch über die KI-Unterstützung, weil das hilft wirklich auch, um so eine Motivation zu bekommen, um das Ganze umzusetzen. Genau. Jetzt möchte ich Ihnen eigentlich auch noch so einen Einblick im Tool geben. So, ich wechsle jetzt hier, wo Sie das Tool finden können. Das ist in unseren Apps. Und ich habe hier schon ein Chatbot geöffnet, damit Sie sehen, wie das dann aussehen könnte. Und hier sehen Sie, wenn Sie so ein Chatbot öffnen, haben Sie immer so ein paar wichtigste Erkenntnisse, wichtigste Wissen, was Sie wissen sollen. Und in diesem Fall werden wir eine Gesprächssimulation durchführen. Und hier bei dieser Gesprächssimulation haben wir die KI so programmiert, so gepromptet, dass Sie wirklich ein skeptischer Kunde haben. Und das ist nicht, um Ihnen zu demotivieren, nein, das ist, dass Sie wirklich gut vorbereitet sind, um wenn Sie dann wirklich auf einen richtigen skeptischen Kunden stoßen, damit Sie dann auch genau wissen, wie Sie damit umgehen sollten. So, hier habe ich schon einiges für Sie gemacht in Vorbereitung dieses Video. Und hier haben wir dann das Fallbeispiel von einer Heizungsreparatur. Also das ist eine Firma, die macht Heizungsreparaturen für Hotels und Gaststätten. Und sie machen Wartungen, aber auch einen Notfalldienst. Und der potenzielle Kunde, also das ist dann von der KI kommt das, die sagt dann zum Beispiel, guten Tag, hier habe ich Bruno Brennheizer, Hausmeister im Alpenblick Hotel. Und ich habe dann reingetippt, guten Tag, hier die Mirai von der Firma. Ich möchte fragen, wie geht es bei Ihnen mit der Rechnung für die Heizungen? Also das war dann mein Gesprächseinstieg. Und die KI hat dann geantwortet, ja, wir haben jetzt da etwas Gutes und wir haben keine Interesse. Und dann kann ich wieder eine Frage reintippen und schauen, wie wird die KI dann darauf reagieren, also wie wird dieser skeptische Kunde darauf reagieren. Und so sehen Sie, ich habe verschiedene Male immer so in diesem Lila etwas reingetippt und ich kann so wirklich ein Gespräch simulieren. Also wenn Sie das machen, dann ist das wirklich eine Kunde in Ihrer Branche, die passt zu Ihrer Nische. Jetzt möchte ich Ihnen dann noch zeigen, wie das dann geht. So, hier war dann noch eine letzte Reaktion. Hier habe ich nochmal gefragt, wie geht es dann bei Notfall? Wie schnell kommt Ihre derzeitige Firma dann vorbei? Die hat dann gesagt, ja, in maximal 4 Stunden. Dann habe ich gesagt, hey, jede Stunde zählt, wir können das viel schneller machen. Und Sie sehen hier dann, wie in Echtheit die KI einen Response darauf gibt. Genau. Und
Hier sehen wir, es ist dann wirklich skeptisch. Dann kann ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, vielen Dank für das Gespräch zum Beispiel. Und dann kann ich noch sagen, darf ich vielleicht meine Kontaktdaten senden? Ich soll das selbstverständlich einen schönen Satz machen, aber jetzt hier möchte ich Ihnen auch nicht langweilen mit Tippen. Mache ich das schnell. Und hier sind wir dann am Ende dieser Gesprächssimulation gekommen. Zum Glück habe ich mich tapfer geschlagen. Und jetzt habe ich nicht nur das trainiert, aber wird der KI mir auch Feedback geben, wie ich das gemacht habe. Und hier gibt es mir dann wirklich Feedback, wie habe ich die Gesprächseröffnung gemacht. Es gibt mir dann auch Feedback, wie bin ich umgegangen mit den Einwänden, die die potenzielle, die skeptische Kunde mir gegeben hat. Es erzählt mir, habe ich den Nutzen für den Kunden richtig gemacht oder nicht. Und so kann ich das dann durchlesen, um zu schauen, ja, wie kann ich mich ein nächstes Mal verbessern. Und ich kann das selbstverständlich dann schließen. Ich kann diese Kenntnisse zu mir nehmen, ich kann das dann schließen oder ich kann das erneut üben. Und jedes Mal, wenn ich dann hier auf so einen Bleistiftsymbol klicke, dann finde ich wieder Tipps, wie ich mich verbessern kann. Und das ist wirklich maßgeschneidert auf meine Situation, auf die Übung und die Gesprächssimulation, die ich mit der Kunde gemacht habe. Genau, und hier im Tool, wenn Sie sagen, ja, ich möchte doch auch noch mehr über Gesprächstechniken erfahren, zum Beispiel, können Sie auch hier auf dem Chat-Symbol klicken. Dann öffnet sich wieder ein Chatbot und dann bekomme ich verschiedene Tipps. Hier in diesem Fall haben wir dann eine Übersicht von verschiedenen Tipps und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich möchte etwas mehr wissen über kalibrierte Fragen. Was sind das dann? Ist das eine Technik, die ich weiterhin nutzen kann? Und es wird mir dann eine Erklärung dieser Technik geben, ein paar Beispiele und so kann ich auch wirklich mein Wissen erweitern. Genau. Ich werde jetzt diesen Chatbot schließen. So haben Sie wirklich ja, alle Ihre Arbeiten für die Kaltakquise, alle Ihre Vorbereitungen für die Kaltakquise auf einem Ort. Wie gesagt, die KI wird Ihnen E-Mail-Vorlage schreiben, genau wie wir hier sehen. Sie können ein Gespräch üben mit der KI. Die KI wird Ihnen dann auch Feedback geben. Sie können ein Skript erstellen, damit Sie wirklich bestens vorbereitet sind. Ja, wenn Sie sagen, hey, ich habe Interesse, ich möchte das Board mal ausprobieren. Ich möchte mal mit diesem Tool arbeiten, um zu schauen, wie ich da meine Neukundengewinnung vorbereiten und optimieren kann. Treten Sie dann unserer Online Academy bei. Das machen Sie über swissmedmarketing.com/de/online-academy, weil unsere Online Academy Mitglieder haben kostenlos Zugriff auf diese Boards, können nach Belieben so viele Boards machen, wie sie möchten. Und das Beste ist, wir haben das nicht nur für die Kaltakquise gemacht, wir haben das auch für die bezahlte Werbung, auch für Strategie, auch für die SEO-Maßnahmen. So als Academy-Mitglied können Sie wirklich all diesen Boards nutzen, um so die Macht der künstlichen Intelligenz umzuwandeln in Ihren Vorteil für Ihre Neukundengewinnung. Ich würde mich freuen, Sie in der Academy begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Kaltakquise-Aktivitäten.